Wie gut ist die Matte-Pomade von Uppercut? Kommen wir als erstes zu der Verpackung. Wir haben hier eine flache, runde Blechdose. Ich muss sagen, vom Design her gefällt mir das nicht ganz so, aber all in all ist die Verpackung vollkommen in Ordnung. Kommen wir zum Geruch. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe bis dato noch nie so ein schlecht riechendes Haarstyling-Produkt gerochen. Wenn man das irgendwie klassifizieren möchte, dann riecht das vielleicht ein bisschen kaffeeartig, ein bisschen karamellartig, aber irgendwie auch all in all abgelaufen. Deshalb kann ich an dieser Stelle noch nicht mal einen Trostpunkt geben. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. 60% der Inhaltsstoffe sind gut, 40% leider nicht. Kommen wir zum Claim des Produktes. Der ist an dieser Stelle tatsächlich sehr einfach und zwar wird mit zwei Claims geworben. Ein mittlerer Halt und ein sehr mattes Finish. Schauen wir mal, ob das wirklich hier drin ist. Kommen wir zu meiner Vorherfrisur. Ich habe meine Haare heute Morgen mit Shampoo und Conditioner gewaschen und das ist jetzt der trockene Zustand von meinen Haaren, der als Basis für das Styling gilt. Weiter geht's mit der Konsistenz des Produktes. Wir haben hier eine sehr weiche, sehr cremige Konsistenz, die zu einer Pomade vollkommen passt. Kommen wir zum Auftragen des Produktes. Das Produkt lässt sich hervorragend in den Händen verteilen. Man hat erst noch so eine leichte Creme in den Händen, aber wenn man das Produkt ein wenig in den Händen verreibt, dann verschwindet das Produkt rückstandslos und genau so sollte es sein. Kommen wir zum Styling. Nachdem das Produkt dann wirklich in meinen Händen verschwunden ist, habe ich das Produkt dann in meine Haare eingearbeitet, vollständig überall verteilt. Und ich habe dann schon nach kurzem Styling gemerkt, dass das Produkt wirklich sehr, sehr schnell einhärtet. Und aus dem Grund muss man sich hier an dieser Stelle etwas beeilen, was ich nicht so nice fand. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es hinbekommen, habe dann später auch noch eine Skelettbürste dazu genommen, um einfach ein bisschen Textur in meine Haare reinzukriegen. Und später dann auch noch einen feinen Kamm, um dann meine Haare nochmal fein zu ordnen. Meine Nachherfrisur nach dem Styling sah dann wie folgt aus. Kommen wir zum Halt des Produktes. Es wird mit einem mittleren Halt geworben, der ist auch wohl drin, aber für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig Power dahinter. Ich habe an dieser Stelle dementsprechend nochmal mit Haarspray meine Haare fixiert. Kommen wir zum Finish. Es wird mit einem matten Finish geworben und das ist genau hier drin. Matt, 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 genauso sollte es sein. Wie sieht es mit der Auswaschbarkeit und dem Preis des Produktes aus? Um das Produkt aus den Haaren komplett vollständig herauszuwaschen, braucht ihr auf jeden Fall Shampoo. Nur mit Wasser bekommt ihr das an dieser Stelle nicht hin. Und der Preis? Ihr bekommt 100 Gramm von der Uppercut Mattenpomade für 20 Euro, was an dieser Stelle auch ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Das Produkt ist vorwiegend für Leute mit glatten und welligen Haaren geeignet. Leute mit Locken oder krausen Haaren sollten hiervon eher die Finger lassen. Wenn du auf ein wirklich richtig mattes Finish stehst, nur einen mittleren Halt brauchst und kein Problem damit hast, irgendwie noch ein bisschen Haarspray zu verwenden und der Geruch eher nebensächlich ist, dann solltest du dieses Produkt einfach mal ausprobieren. Kommen wir zur totalen Punktzahl. Die matte Pomade von Uppercut erhält all in all 35 von möglichen 50 Punkten. Den Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarestyle.